Ja, grüß euch, gell? Das ist der zweite Teil von dem, wie heißt das, der da hat halt ein Sextel, gell, mit dem Pluto. Und auf der nach oben offenen Sadomaso-Skala hat das, glaube ich, einen Wert von 239. Und man sagt halt, dass ab einem Wert von 5 schon ein starkes Schmerzempfinden eintritt. Ja, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, schaut ganz danach aus, als ob das zwei sehr intensive Monate werden dürften. Ja, ich denke jetzt nur an meine Zahnbehandlung, könnte auch sehr gut da hineinpassen. Also sehr spannende Dinge geschehen derzeit, denn ja, was ist einmal die Kernaussage von einer Venus-Pluto-Verbindung? Lassen wir mal den Aspekt so ein bisschen zur Seite, dann geht es hier mal um große Intensität, ja, um Abgründiges, um sozusagen die transformatorische Kraft der Liebe, wenn ich es mal positiv sagen möchte. Wie gesagt, Eberdin sieht hier fanatische Liebe, starkes Liebesempfinden, außergewöhnliche Anziehungskraft, gesteigertes Triebleben. Also die Menschen werden jetzt, ich sage jetzt nichts, auf jeden Fall ist es ein Aspekt der Intensität. Also eines ist klar, langweilig wird uns nicht. Und wie gesagt, die Sadomaso-Skala, die könnte halt hier bei der 12, das ist großes Leid natürlich auch, ist damit verbunden, also könnte doch für sehr intensive Gefühle sorgen. Aber interessanterweise, die 2 steht ja für Neptun. Und Neptun gilt als die höhere Oktave der Venus. Ja, also interessant, wie sehr wir das hier im Titel drinnen haben. Und hier haben wir einen keltischen Marstag, einen Dienstag. Und der Herrscher des Aszendenten, also der Geburtsregent, ist sowohl der Mars als auch der Pluto. Also interessant, wie sehr sich das bereits alles so optimal ergänzt. Und wir sehen dann hier auch eine wunderschöne Ergänzung im 11. Haus, aber die verrate ich euch erst im dritten Teil. Jetzt schauen wir uns einmal hier genauer an. Wollen wir dieser Sextilbesetzung mal auf den Zahn fühlen? Die Venus. Die Venus steht mit 24 Grad, glaube ich, 19, ist es 24, 19? Schau mal. Ich habe gestern gesagt, ich habe ein Spatzenhirn, ist natürlich falsch. Ich habe ein Hasenhirn, ja. Also bitte, ich wollte mich da nicht niedermachen, nicht runtermachen. Ich habe auch gestern hier Tageshoroskop 2 gezeigt. Ich werde den Link hier oben schicken. Bitte kurz noch beachten. Hier waren es noch, glaube ich, vorgestern 88 Abonnenten. Schauen wir mal, ob wir heute schon in den vierstelligen Bereich gelangen. Ich hoffe es sehr. Ja, die Venus ist die Herrscherin des 12. Hauses. Das ist schon einmal, das hat schon eine gewisse Aussagekraft. Also das heißt, hier wird versucht, mit Lüge, mit Betrug, mit Machenschaften noch zu punkten. Und der zweite Herrscher des Aszendenten, der Pluto, steht im 3. Haus. Ja? Und hier würde ich sagen, Herrscher von 1 in 3. Und wir haben den Aszendenten auf Zwillinge gerade, 5 Grad 25, das ist schon auf Zwillinge geraden, 5 Grad bis 7,5 Grad. Das würde bedeuten, es geht um Wissen. Ja, es geht um Wissen, ja, natürlich geht es auch um Wirtschaft, Handel und Industrie, keine Frage. Aber ich nehme mal jetzt die Variante des Wissens. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und hier steht natürlich, ja, mit Aszendent Skorpion etwas Leidvolles, etwas Schmerzvolles im Vordergrund. Ich habe das immer gerne auch in Zusammenhang mit dem Wissen, weil Pluto im Steinbock ist sehr hartnäckig, ja, ist sehr hartnäckig. Also das heißt, hier könnte es sein, dass sozusagen, ich verwende jetzt einmal den Begriff Wahrheit, ja, ich weiß, Wahrheit können wir Menschen nicht wahrnehmen, wir haben jeder unsere Wirklichkeit, aber sagen wir, es ist eine starke Wirklichkeit, ich bezeichne es falscherweise als Wahrheit, bitte mir diese Schwäche nachzusehen. Also das heißt, hier dürften doch ziemlich tiefgründige, sehr, sehr, also plutonische Informationen aus der Tiefe sozusagen hochkommen. Und naja, da die Venus auch die Herrscherin des 7. Hauses ist, was ich in dem Fall einfach nur als die Öffentlichkeit bezeichnen möchte, könnte es sein, dass hier Lügen, Betrug an die Öffentlichkeit kommen, weil hier, 3. Haus, tiefe Wahrheiten hier
die Venus mit Energie versorgen. Also es könnten sehr interessante 2 Monate werden und ich habe das, glaube ich, öfters wiederholt. Ich habe immer wieder gesagt, wir werden im Herbst große, große Wahrheiten sehen. Das uns eben hören und sehen, also nicht uns, ja, aber vielen, ja, vielen wird das sehr nahe gehen und viele werden dann natürlich auch ja, auf der Sadomaso-Skala an Wert so um die 230 erreichen. Weiter zum dritten Teil. Ende.